befinde mich gerade vor der Uni in Gießen und in dem Gebäude befindet sich gerade Joachim Gauck, unser Bundespräsident. Beim ersten Termin durften wir dabei sein. Es wurde ein sehr vorbildhaftes Projekt für Flüchtlinge vorgestellt. First I came to Turkey, then I came here by travel on the land. Yeah, integration is also okay. Das sind Flüchtlinge, die aus sehr verschiedenen Ländern kommen. Die einen kommen aus Somalia, die anderen aus Eritrea, Syrien, Iran. Also es ist alles dabei. Ich komme aus Syrien. Ich bin 17 Jahre alt. Ich komme hier mit meiner Familie. Ich komme hier von Lernen und Lesen. Und ich mag Schule. Einige von ihnen sind sogar alleine hierher gekommen, das heißt ganz ohne Familie. Ich heiße Abel, ich komme aus Eritrea, ich bin 20 Jahre alt. Fast jetzt, ein Jahr, 5 Monate, ich komme mit dem Auto oder mit dem Button, ganz lang. Ich spiele Fußball und laufen, spazieren und Fitness. Wenn Sie fragen, ich gebe Antworten, aber ich habe keine Frage. Bundespräsident. Guten Morgen allerseits. Guten Morgen. Also Joachim Gauck war ziemlich offen. Er setzte sich direkt zu den Schülern und stellte verschiedene Fragen. Und ja, die Schüler machten eigentlich einen guten Eindruck. Ich würde Ihnen gerne kurz erläutern, was hier stattfindet. Hier sitzen verschiedene Arbeitsgruppen, die arbeiten. Die P22 ist eine Gruppe von Flüchtlingen und Zuwanderern, die bei uns ihre ersten Erfahrungen oder ihre zweiten Erfahrungen eigentlich eher mit der deutschen Sprache machen. Und die Schüler der 10K1, so heißt diese Klasse, arbeiten mit den anderen an der deutschen Sprache und arbeiten in unterschiedlichen Gruppen an unterschiedlichen Themen. Das ist das, was hier stattfindet. Betreut werden die beiden Klassen von Frau Lang und von Frau Glaser. Das sind die beiden Lehrkräfte, die hier tätig sind und den Unterricht gestalten. Aber eigentlich gestalten die den Unterricht gar nicht, sondern das machen die Schüler alleine. Die sind im besten Sinne Lerncoaches und unterstützen. So, ihr könnt alle weiterarbeiten. Das Besondere an dem Projekt ist, dass einheimische Schüler jungen Flüchtlingen wieder Deutsch beibringen und damit sie auch willkommen heißen. Also Joachim Gauck hat sich wirklich viel Zeit für die Schüler genommen. Wo er dann aus der Schule rausgegangen ist, ist er auch auf so einen Pulk Schüler gegangen und hat jedem die Hand gereicht. So, hallo, da bin ich. Ja, meine Damen und Herren, ich bin zu einem Besuch in Gießen, weil Gießen eine Tradition hat bei der Frage Aufnahme von Menschen, die flüchten müssen, die vertrieben sind. Schon nach dem Krieg beginnt hier eine solche Geschichte, die heimatlose Menschen im Fokus hat. Und ich habe hier heute 2 Besuche gemacht. Bei dem ersten ging es darum, dass wir Lehrerinnen und Schüler haben, einer speziellen Schule, die sich kümmert um Deutschkenntnisse bei unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen und die unabhängig von dem Status der jungen Menschen einfach Leute, die schon Deutsch können, Schülerinnen, Schüler und Lehrer und Deutsch, Leute, die es lernen wollen, zusammenbringen. Sehr bewegend, beeindruckend und beide Teile lernen was. Das ist ja eigentlich eine kaufmännische Berufsschule. Und das sind nur ganz normale Schüler, also das sind nicht irgendwelche Elitetypen, die ein besonders hohes Bewusstsein hätten für Zeitprobleme oder politische Probleme, sich engagieren, einfach um Gleichaltrigen die deutsche Sprache nahezubringen. Das sind zum Teil Leute, die auch nicht besonders gut sind in Deutsch. Und die lernen nun selber, indem sie anderen was beibringen, mehr über die eigene Sprache. Aber mir gefällt dieser Geist. Die gehören zu uns, sie sind hier, sie sind vor unserer Tür
und wir gehören zu ihnen. Das hat mir genauso gut gefallen wie natürlich die engagierte Arbeit der Lehrerinnen und Lehrer. Du musst erstmal auf eine Idee kommen, die Kraft haben, das durchzusetzen. Lehrer sind in der Regel stark gefordert, viele überfordert. Und dann noch ein Spezialthema wie dieses Integrationsbemühen für Asylsuchende zu machen, da habe ich hohen Respekt vor. Ich habe auch einige gleich eingeladen, mit mir zu feiern beim Bürgerfest, das es jedes Jahr im Schloss Bellevue gibt. Für mich ist einmal wichtig zu spüren, welche Potenziale auch in dieser Zuwanderungsgesellschaft stecken. Das ist nicht das erste Mal. Ich habe auch bei früheren Begegnungen, etwa für die Startstipendiaten, das sind Menschen, die ein besonderes Stipendium kriegen, aus Zuwandererfamilien stammt und die dann in eine akademische Laufbahn gehen. Aber hier zum Beispiel an meinem Tisch saß einer, der schon Mitlehrer war, also Hilfslehrer, der zu den normalen Schülern gehörte, der selber erst vor 2 Jahren gekommen war, aber inzwischen so viel Deutsch konnte, dass er den Neuankömmlingen assistieren konnte. Also wir sehen oft nur die Problemlagen bei denen, die zu uns kommen, oder sehen nur die Ballungszentren, wo es bestimmte Probleme gibt, aber wir sehen nicht die Kraft und die Energie, die in diesen Menschen steckt. Die können für uns eine Menge leisten, ganz unabhängig davon, dass wir sie nicht verkommen lassen dürfen. Das ist mit unserer solidarischen Gesellschaft nicht zu vereinbaren. Aber die bringen uns auch etwas und das spürt man dann. Das sind kleine Ansätze und wenn du auf die nächste Stufe gehst, an eine Uni, da findest du überall Menschen, die schon so eine Geschichte hinter sich haben, der Selbstermächtigung, und die dann auch in die Gesellschaft etwas einbringen können. Ich glaube, er will sagen, dass Integration machbar ist und auch gut machbar ist. Es Menschen, denen es ziemlich schlecht geht, trotzdem eine Chance zu geben und sie in unser Land aufzunehmen.